Ein neuer Tag bricht an im Hauptquartier der Extraterrestrial Combat Force und damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play XCOM Enemy Unknown. Viel zu lange ist es her, dass ich diesen Satz geäußert habe und jetzt endlich kann ich euch hier wieder zurück begrüßen. Diejenigen, die regelmäßig Rome schauen, wissen es wahrscheinlich schon. Für diejenigen, die das nicht tun, der Grund, warum ich jetzt so lange nicht aufgenommen habe, war in erster Linie Uni. Ich habe Prüfungen geschrieben, hatte danach dann noch ein dreiwöchiges Praktikum, was auch relativ viel Zeit gefressen hat. In der Zwischenzeit habe ich natürlich versucht, den Kontakt mit Freunden und Familien nicht komplett zu vernachlässigen und da blieb leider nicht sehr viel Zeit für Aufnahmen. Gerade Rome habe ich noch irgendwie unterbringen können. Aber jetzt endlich habe ich wieder die Zeit gefunden, euch ein wenig XCOM zu liefern. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch auf regelmäßiger Basis tun kann wieder, so lange bis das Projekt hier beendet ist. Ich will euch natürlich nicht hier hängen lassen. Falls ihr euch wundert, was mit meiner Stimme los ist, falls ihr das überhaupt raushört, ich bin ein wenig krank, ein wenig angeschlagen, aber das hat mich natürlich nicht davon abhalten können, endlich mal wieder XCOM aufzunehmen. Ich freue mich sehr. Falls ihr euch jetzt wundert, warum die Credits-Anzeige anders ist als beim letzten Mal, ich habe schon einmal jetzt hier versucht, die Aufnahme zu starten, habe auch schon ein bisschen gespielt, oder nicht wirklich gespielt, nicht mal eine Mission gemacht, also vielleicht 5 Minuten jetzt aufgenommen, aber irgendwie ist mir dann das Spiel ausgestiegen und dabei hat es mir auch gleich die Videoaufnahmedatei komplett zerschrotet, aber ich habe jetzt im Prinzip, ich kläre euch mal so ein bisschen über die Neuerungen auf, was ich gemacht habe. Ich habe hier in der Offiziersschule ein paar Upgrades aufgebaut. Das ist einmal hier, dass alle neuen Rekruten automatisch den Rang Soldat bekommen. Das ist auch auf die 3 Rekruten zugetroffen, die ich schon in der letzten Folge rekrutiert hatte. Das heißt, das sind jetzt alles Soldaten. Das zeige ich euch dann auch nochmal. So, dann hier, Mann lernt schnell. Jeder Abschuss bringt 25% mehr Erfahrung. Das finde ich persönlich gerade jetzt gegen Ende relativ interessant. Also wir nähern uns ja ganz langsam mal jetzt dem Ende. Und wenn ich halt jetzt noch das Interesse dran habe, neue Rekruten raufzubringen, dann geht es im Prinzip dadurch jetzt bedeutend schneller und einfacher. Und das hier finde ich sehr, sehr wichtig. Eiserne Willenskraft. Soldaten bekommen bei jeder Beförderung einen höheren Bonus auf die Willenskraft. Das finde ich insofern interessant, dass Willenskraft das Attribut ist, das bestimmt, wie stark die Psi-Fähigkeiten sind, beziehungsweise wie gut die treffen können. Das bedeutet, wenn ich einen Psi-Soldaten habe, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass der mit diesem Attribut ausgestattet ist und dass der so viel Willenskraft wie möglich hat. Gut, dann habe ich nochmal 3 neue Rekruten ausgebildet. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Hier den Conrad Hausmann, den haben wir das letzte Mal in den Psi-Test geschickt. Der ist ein Unterstützer geworden. Geben wir dem gleich mal die Rauchgranate. So, und jetzt habe ich leider keine Ahnung mehr, welche von denen hier die waren, die wir schon das letzte Mal hatten. Aber das sehen wir dann schon wahrscheinlich an den Werten, weil jetzt weiß ich noch, dass die alle relativ mies waren. Ja, Scharfschütze mit 59 Treffer, Zielsicherheit, das ist natürlich ganz großartig. Na, der sieht doch schon besser aus. Den hatten wir bestimmt nicht davor, sonst hätte ich den in den Psi-Test geschickt. Gut, was haben wir da noch? Ja, gut, ein Sturm, relativ wenig Wille, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber naja, kann man schon stehen lassen. Boah, der ist doch auch in Ordnung, ein bisschen viele Unterstützer habe ich jetzt. Aber ich glaube, da hatte ich sowieso relativ wenige. Ganz kleine Sekunde, ich mute mich mal kurz. Ja, musste ich mal kurz husten. Wie gesagt, etwas angeschlagen bin ich noch, aber das muss man als professioneller Let's Player auch mal ein bisschen beiseite schieben. Gut, ein Scharfschütze mit ein bisschen mehr Zielsicherheit, da bin ich doch schon zufrieden mit. Ah, ein Heavy! Sehr schön. Heavy habe ich, glaube ich, bis jetzt auch nur 2 gehabt. Oh, okay, nee. Da haben wir ja noch einen. Oh, okay, da ist mir sie aber fast lieber, weil sie deutlich mehr Willenskraft hat. Aber gut, jetzt haben wir unser Team mal ein bisschen mehr aufgemörtelt. Jetzt haben wir mal ein paar Menschen hier. Menschen! Ausgezeichnet.
Ausgezeichnet. Ich hoffe mal, dass mir das Spiel jetzt nicht wieder abschmiert. Das wäre nämlich ziemlich uncool. Aber wir scannen einfach mal weiter nach Aktivitäten, würde ich vorschlagen. Ah, ein Illerium-Kraftwerk. Ja, großartig. Schauen wir mal, wie es eigentlich ausschaut hier in der Technikabteilung. Ja, großartig. Da ist jetzt gerade mal so ziemlich alles voll. Einen einzigen Platz hier haben wir noch. Und ich schätze mal, wie schaut es denn aus mit den Satelliten? 0 verfügbar und ich kann noch 3 haben. Wann ist denn der nächste Ratsbericht in 17 Tagen? Da wir jetzt im Warte. Besitz des Hyperwellenleuchtfeuers sind, stellt sich die Frage, was wir davon lernen können. Vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit prüfen, ob UFO-Aktivitäten zu sehen sind. Ja, das sollten wir. Natürlich, und es dauert 20 Tage. Ich hasse es. Ja, dann lohnt sich es eigentlich gar nicht, die Satelliten jetzt großartig zu bauen. Dann mache ich das erst, wenn der nächste Ratsbericht durch ist. Ist zwar jetzt ärgerlich, aber kann man nichts machen. So, die neuen Psi-Berichte sind durch und keiner von unseren Leuten hat eine Gabe. Das ist doch mal wieder typisch. Aber das ist natürlich kein Problem. Wir sind ja auf alles vorbereitet. Und wir schicken gleich ein paar von unseren neuen... Rekruten da rein. Zum Beispiel hier die Tatjana Pavlova. Da habe ich gesehen, die hatte ziemlich viel Willenskraft. Die anderen muss ich mir mal nochmal anschauen, genauer. Das ist schlimm, wenn man die Soldaten im Kampf benutzt, dann kriegt man zwar relativ schnell... Der sieht doch ganz gut aus. Andrei Vinogradov. Dann kriegt man zwar relativ schnell die Namen raus, aber davor ist es halt relativ schwer, gerade wenn man so viele auf einmal rekrutiert. Das haben wir bisher, einen Assault und einen Scharfschützen. Dann schauen wir mal noch, dass wir noch mindestens einen von unseren neuen Unterstützern reinstecken. Ah ja, genau, der Andrei Vinogradov war das. Ja, und dann kommt noch der William Walker. Ja, wobei... Oder wir stecken doch nochmal einen von unseren Großen rein. Zum Beispiel in Ernesto. Wobei die halt alle relativ wenig Wille haben. Also das macht schon einen deutlichen Unterschied. Wie mache ich das denn? Ach, wisst ihr was? Pfeif drauf. Diese Fortschritte könnten die Wissenschaft in eine völlig neue Richtung lenken. Ein neues Forschungsgebiet, das nur auf fähige Leute wartet. So, ihn da rein und... Was soll's. Ich will auf jeden Fall einen Unterstützer mit Willenskraft, weil da die Unterstützer nur normale Gewehrwaffen tragen können, ist es ganz nützlich, die mit Willensdingern auszustatten. Ebenso mag ich Assaults, also Sturm mit Psi-Fähigkeiten. Oh, das ging jetzt aber schnell. Alle keine Gabe, das gibt's doch nicht. Dann hauen wir halt direkt die nächsten rein. Warte, nee. Raus. Scharfschützen brauche ich echt keine mehr. Ja, darf er noch rein. Die ganzen Kleinen will ich da jetzt reinstecken erstmal. Weil bei denen besteht eben noch die Chance, dass die dann später stark werden. Komm, Gilbert Leroy darf auch nochmal rein. Ja, die Anfrage von Asien, die läuft gleich aus. Ah ja, stimmt, das war auch noch in der letzten Aufnahme. Die haben nach Chrysalidleichen gefragt und haben mir Wissenschaftler angeboten. Das finde ich ehrlich gesagt relativ uninteressant, weil zurzeit erforschen wir, glaube ich, sowieso nichts, weil wir nichts mehr erforschen können. Und wenn wir dann mal eine neue Forschung haben, dann ist es auch relativ wurscht, ob die in... Ups. Ob die in 3 oder in 4 Tagen fertig ist.
Insoweit, ja, lasse ich das mal gut sein. So, UFO-Energiequellen. Na, wenn wir da nur 4 haben, machen wir das jetzt auf jeden Fall erstmal nicht. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir da in der Zwischenzeit noch ein bisschen mehr. Eingehende Übertragung. Das ging ja jetzt mal relativ einfach vonstatten. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Dankeschön. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Ich weiß nicht, irgendwie habt ihr mir das bis jetzt fast jedes Mal gesagt, insofern... Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Scheint ihr das doch relativ einfach so zu sagen. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Ja, das freut mich, dass ihr darüber froh seid. Dann baue ich doch hier direkt mal 3 Satelliten. Und ich schaue direkt... Was kostet denn der Satelliten-Nexus? Legierungen, ah, die sind natürlich sehr wertvoll. Und ich finde es ein bisschen blöd, dass nirgends angezeigt wird, wie lang die einzelnen Gebäude dauern. Oder zumindest hätte ich es noch nicht rausgefunden. Wie viele Satelliten brauche ich eigentlich noch? Das wäre vielleicht auch mal eine interessante Frage. Oh, okay. Eindeutig genug. 1, 2, 3 habe ich dann noch. Und 1, 2, 3, 4, 5 brauche ich. Das heißt, ich glaube, da könnte sogar fast ein Satelliten-Nexus reichen. Ja, 4 plus einen mit Verbundsbonus. Ausgezeichnet. Dann sparen wir uns jetzt auf jeden Fall mal auf den. Und hoffentlich bekommen wir die benötigten Legierungen demnächst. Moment, was hast du getan? Schalt sie aus! Fassen Sie nichts an! Das könnte es sein, worauf wir gewartet haben. Es reißt sich auseinander! Stellen Sie das ab! Es kann die ganze Basis zerstören! Nein! Geben Sie ihm Zeit! Vertrauen Sie mir! Einmal! Was macht sie jetzt? Es arbeitet. Sir, wir bekommen neue Daten von der Hyperwellenverbindung. Ah, UFOs. Der Einsatz scheint sich gelohnt zu haben. Aber wir haben das Leben aller aufs Spiel gesetzt, um die Neugier der Doktorin zu befriedigen. Der Doktorin. Dafür hat sich das Risiko gelohnt. Wären wir nicht so hartnäckig gewesen, hätten wir diese Information nie bekommen. Da hat sie wohl recht. Und diese Information könnte sehr interessant sein. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Und zwar schicken wir hier unseren Demon 2 los. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so einen Firestorm losschicken. Ah ja, seht ihr den auch mal schön im Einsatz. Hübsch schaut's aus, oder? Haben wir uns doch Mühe gegeben mit unseren neuen UFOs, UFO-Abfangjägern. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Wir nähern uns dem Ziel. Schauen wir mal, dass es auch reicht. Knapp war's. Was? Och nö. Das ist ja wohl nicht wahr. Ja, müssen wir ein zweites losschicken. Hoffen wir mal, dass der Schaden bestehen bleibt. Das wäre nämlich sonst jetzt sauber scheiße. Kontakt verloren. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße gelaufen. Ach man, so ein Müll. Vor allem diese Laserkanonen haben doch eh eine ziemlich monstermäßige Trefferwahrscheinlichkeit, glaube ich, oder nicht? Ja, kann ich jetzt natürlich nicht sehen. Ja gut. Weiß ich nicht, hätte ich vielleicht so ein Zieldings mal aktivieren sollen, aber... Tja, jetzt kann man nichts mehr dran ändern. Haben wir schon wieder niemanden mit einer Gabe dabei? Das ist ja wohl nicht zu fassen.
Also Glück nenne ich was anderes. Die Scharfschützen will ich da aber nicht reinstecken. Mal lieber einen von unseren guten Unterstützern nochmal rein. Louis Renard. Na gut, und meinetwegen ein... Ah, ne, Moment, da haben wir ja noch andere. Saurabh Shaddaf. Den wollen wir doch haben. Gut. Ja, die Sache mit der Hyperwellenverbindung ist jetzt natürlich sauber scheiße gelaufen. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Okay, also die 200 Simoleons oder was auch immer es sein sollen, sind jetzt natürlich nicht mehr ganz so viel wie am Anfang vom Spiel noch. Unterstützungskapitän, der wäre natürlich gar nicht so übel. Oder die Ingenieure halt. Wo brauchen wir denn gerade die Panik dringend? Ja, okay, ist beides Nordamerika, insofern. Brauchen wir es denn gerade in... nope, in Europa brauchen wir es ganz sicher nicht. Das heißt, wir können uns auf Nordamerika konzentrieren, wo wir sowieso noch keinen einzigen Satelliten haben. Okay, in Europa auch nur den in Deutschland, den wir von Anfang an schon hatten. Das heißt, eigentlich kommt es wirklich nur darauf an, was ich hier haben will. Und ich glaube, ich will lieber die Ingenieure, die finde ich langfristig eine wichtigere Investition. Gut, dann schauen wir mal, wen wir alles mitnehmen. Ja, hier am Chefplatz sollte natürlich jemand sitzen, der nicht so schnell drauf geht und vor allem der... Oh ja, das ist natürlich jetzt sauber ärgerlich, dass ich erstmal meine Leute nochmal nach entsprechendem Equip absuchen muss. Wisst ihr was, ich glaube, dafür schalte ich euch jetzt nochmal kurz aus, weil sonst ist der Part vorbei, bis ich mal endlich zur Action komme. So, da bin ich wieder. Ich habe mein Team nach bestem Wissen und Gewissen ausgestattet. Habe mich entschlossen... Colonel Ishikawa als Teamleiter mitzunehmen, unser erster Psi-Soldat. Und ja, sonst auf jeden Fall keinen meiner Colonels, ein paar Majors. Wir können endlich mal das Plasma-Präzisionsgewehr ausprobieren. Es wird eine wunderschöne Mission und wir starten sie sogleich. Von den neuen Rekruten oder beziehungsweise Soldaten habe ich auch gleich mitgenommen. Die sollen sich ja gleich mal auf dem Schlachtfeld beweisen. Mexiko ist das Ziel der nächsten Mission. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Ja, das kennen wir ja mittlerweile zu Genüge und es freut uns jedes Mal zu hören. Feinde ausschalten können wir nämlich am besten... Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Dann schicken wir doch gleich mal sie hier vor. Feind in Sicht. Wie bereits zuvor erleben wir eine schrittweise Weiterentwicklung der Alien-Exemplare. Diese schwere Panzerung scheint praktisch nicht zu knacken zu sein. Als wären die ersten Newtons nicht schon schlimm genug gewesen. Sind diese auch noch gepanzert? Ach du meine Scheiße. Fängt ja schon mal gut an. Schicken wir doch mal gleich einen Ishikawa hier vor. So, der trifft jetzt natürlich auf die Entfernung relativ mies, aber mit dem miesen Trip verbessert sich das doch gleich mal um einiges. Hier, führe einen mentalen Angriff aus, der Schaden verursacht und die Willenskraft, Zielsicherheit und Beweglichkeit des Ziels einschränkt. Das ist natürlich ganz großartig. Die Zielsicherheit vor allem kann ich sehr gut gebrauchen. Sehr schön. Die 5 Schaden sind zwar jetzt natürlich nicht herausragend, aber die restlichen Effekte machen das, finde ich, mehr als wett. Ja. Gut, als Assault wird dem sein Feldposten natürlich jetzt
nicht so besonders wirkungsvoll sein. Okay, bei ihm wird tatsächlich die... Ah ja, da werfen wir doch gleich mal hier eine Rauchgranate hin, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Darf Andrei Vinogradov gleich mal seine Künste unter Beweis stellen? Ja, wo stellt man José Luis Vega hin? Das ist die Frage. Ich könnte ihn natürlich irgendwo dahinter stellen, aber da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, da dann irgendwo... Nee, ich glaube, ich stelle ihn lieber hier hin. Ja, von da aus könnte er dann theoretisch mit der Squadzeit auch schießen. Natürlich nicht in derselben Runde. Das heißt, jetzt erstmal werde ich ihm eine Pistole in die Hand drücken und ihn hier auf Feldposten stellen. Ob sich das so großartig lohnt. Wir können maximal auf einen das Deckungsfeuer machen. Der sich zumindest schon mal nicht bewegen oder auf mich schießen kann. Ah, sehr schön. Das Auto habe ich auch gleich getroffen. Das heißt, sie sind auf jeden Fall mal gezwungen, aus ihrer Deckung rauszukommen. Was ja schon mal ein sehr guter Anfang ist. Ich glaube, sie schicke ich mal hier rüber. Weil hier sind jetzt nicht mehr wirklich schöne Deckungen, die ich einnehmen könnte. Ja, und der Leroy ist wohl oder übel. Ja, den lasse ich mal hier in Deckung gehen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was ihr hier macht. Ja. Schön daneben geschossen. 10 Schaden. Ich glaub's ja auch. Are you fucking kidding me? Wozu mache ich überhaupt die Rauchgranate? Heftig. Das ist ja mal heftig. Okay, Leute. Ja, der miese Trip hat jetzt leider eine Runde Abklingzeit. Das ist schon mal nicht so cool. Aber José Luis Vega sollte doch mal in der Lage sein. Ah ja, gut, nicht mit der Plasmapistole. Aber mit seinem coolen neuen Plasma-Präzisionsgewehr sollte der doch eigentlich in der Lage sein, einen von diesen... bis zu 10 Schaden und hat noch 8 Leben. Das ist natürlich ein bisschen Glücksspiel jetzt. Ich glaube, da mache ich lieber mal den Präzisionsschuss, um unsere Chancen ein wenig zu verbessern. Natürlich. Okay, ist die Frage, wenn ich die jetzt stabilisiere, tötet sie dann trotzdem dieses explodierende Auto? Oder wenn ich sie nicht stabilisiere, tötet sie dann das explodierende Auto? Kommt sie mit der Rakete so weit? Natürlich nicht. Wieso fängt es gleich schon wieder so an? Hilft ja nix. Es hilft ja nix, es hilft ja nix. Das ist halt ein echter Witz. Dort bin ich natürlich vollkommen ungedeckt. Abgesehen davon will ich da auch gar nicht hin. Mal sie auf jeden Fall ein bisschen näher ran. War jetzt natürlich im Nachhinein betrachtet ein Fehler, da gleich 2 Rookies mitzunehmen. Vor allem, wenn mir direkt eine von meinen besten
Leuten hier gleich über den Haufen geschossen wird. Aber das kann man halt auch nicht wissen. Na komm. Darf sie mal ihr Glück versuchen. Gibt's doch gar nicht. Doch, gibt's schon. Bei Roller. Oder so. Ja, gut. War zu erwarten. Das kann er so reißen mit der Pistole vielleicht. 56%. Ich glaube, da hat er mit der... Ah ja, gut, okay. Ah ja, der hat ja sowieso ein leichtes Plasmagewehr, stimmt. Mit dem hat er ja eh eine ganz gute Trefferchance. Mehr oder weniger. Fuck, warum habe ich denn jetzt auf den geschossen? Okay, jetzt habe ich ein echtes Problem, weil jetzt wird mir sie nämlich drauf gehen. Ach, Mann! Eigentlich schon wieder ein Fehler nach dem anderen. Das ist doch kacke. Ja, dort zu dem Auto kann ich ihn natürlich nicht laufen lassen. Und wenn ich hier an die Seiten laufe, dann ist er natürlich ihrer Gnade schutzlos ausgeliefert. Und wir alle wissen, wie Alien-Gnade aussieht. Schicken wir ihn mal hier hin. Ja, natürlich. Das ist doch scheiße. Unglaublich, einer hat verfehlt. Und noch einer hat verfehlt. Es ist tatsächlich möglich. Oh. Na sowas. Na sowas. Was für ein Trottel. Okay, am liebsten wäre es mir jetzt natürlich, wenn er hier direkt mal einen Kill machen würde. So, der stand da ja gar nicht. Schade. Gut, den einen Schaden, den könnte er, wenn es ist, auch mit der Pistole machen. Jawoll! Ist doch mal ein Anfang. Ich brauche ja schließlich einen Ersatz für meinen Unterstützer, der gerade draufgegangen ist. Ganz heldenhaft. Dann probiere ich erstmal sie hier hinzuschicken. Ja, genau das hatte ich gehofft, dass nicht passieren würde. Hä? Ah, der war in. Ja, das ist jetzt natürlich ganz, ganz mies. Ganz, ganz miese Scheiße. Gut, ihre Trefferchance auf den wäre sowieso nicht brillant gewesen. Dann zieht sie sich mal lieber hier in die Deckung zurück. Viking Leroy. Darf mal hier brav in der Deckung gehen. 50% kritisch. Gut, 34% Trefferchance ist ein bisschen mager, aber die kritische Trefferchance ist mal nicht zu verachten. Ist da auch eine Deckung? Nee, das ist ja ein Muton. Hups. Gut, dann. In Feuerposition. Darf er hier auf jeden Fall mal Rambo-mäßig vorstürmen? Dem Kollegen gleich mal ein bisschen Feuer unter dem Hintern machen. Okay, im Nachhinein betrachtet hätte ich mir das auch sparen können. Denn der hätte ja einfach von da hinten seinen schönen Dingenskirchen. Ihr wisst schon, was machen können. Den da würde ich mir eigentlich gerne aufheben und direkt gefangen nehmen. Das heißt, ich werde lieber den hier jetzt ausschalten.
Ja, da habt ihr jetzt eure ersten Elite-Mutons, Freunde. Und ihr seht, die sind nicht zu Spaßen aufgelegt. Ja, er verpisst sich jetzt. Oh, er verpisst sich nicht mal, oder? Komm, 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 bleib genau da stehen. Ja, ausgezeichnet! Dann beende ich jetzt den Part... ich beende jetzt den Part doch nicht. Sondern... in der Hoffnung, dass da hinten nichts allzu Schlimmes auf mich wartet. Ja, muss ich jetzt eigentlich so machen. Hilft alles nichts. Lass mich mal nur hier hinlaufen. Ausgezeichnet. Komm, 80% Trefferchance. Jawoll! Ziel lahmgelegt. Und schon haben wir einen Elite-Muton in unserer Gewalt. Tja, und damit ist leider der Part auch schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play XCOM Enemy Unknown. Euer Ralf. Ciao!